Es ist frustrierend, im Jahr 2021 jung zu sein. Man wird entweder permanent vergessen, übergangen oder diffamiert. Es handelt sich hierbei übrigens um dieselben Menschen, die gerade dabei sind, ein weiteres Jahr ihrer kurzen Jugend aufzugeben, um eine undankbare alte Generation zu schützen, die nicht bereit ist, dasselbe in Sachen Klimaschutz zurückzugeben. Die Clubs haben immer noch zu und werden von der Politik offenbar nicht einmal als Kulturgut angesehen. Die erste Äußerung dazu gab es erst vor kurzem von Ministerpräsident Söder. Die Clubs könnten im Herbst für Geimpfte geöffnet werden. Wie es geht, zeigt ein Blick ins Nachbarland Österreich. Dort dürfen Clubs wieder öffnen für Geimpfte, Getestete und Genesene. Warum dies hier bei niedriger Inzidenz nicht möglich ist, entzieht sich jeder Logik. Denn für den versprochenen Herbst sagen Epidemiologen eine vierte Welle voraus, die eine Öffnung wohl unmöglich macht. In München wurde erst vorgeschlagen, die Leopoldstraße an Wochenenden zu sperren. Daraus geworden ist nichts. Alternativen werden ebenfalls nicht geschaffen. Wenn sich nun also zwangsweise junge Menschen draußen treffen müssen, werden sie von der Polizei schikaniert und von Anwohnern angepöbelt. Beide der Parteien möchte ich im Übrigen nicht angreifen. Es ist doch die Politik, die dabei versagt, die Ängste und Sorgen der Jungen ernst zu nehmen. Die Zahl der jungen Menschen, die während des Lockdowns psychisch erkrankt sind, ist alarmierend. Verständlich, wenn man als Student dazu verdammt ist, den ganzen Tag in seinem Zimmer zu sitzen und auf einen Bildschirm zu starren. Zoom ist kein adäquater Ersatz für Präsenzunterricht. Bei den Schulen nicht, bei den Universitäten erst recht nicht. Nur schert sich offensichtlich niemand um die Studenten. Die Uni war mal ein Ort der Begegnungen. Jetzt ist sie ein digitaler Friedhof. Für die Universitäten gibt es übrigens genauso wenig Perspektive wie für die Clubs. Die Kürzung wird es bei der nächsten Wahl geben. Wenn eine Generation, der gezeigt wurde, dass sie der Politik egal ist, die Politik wohl ihrerseits mit Desinteresse abstraft.